Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich sehr herzlich für die ehrenvolle Aufgabe, nach Heidelberg, wieder einmal nach Heidelberg zu kommen und diese öffentliche Vortragsreihe über Luxus zu eröffnen. Ich werde gerne in den nächsten Monaten, an den nächsten Montagen auch hier, um zuzuhören, aber den Luxus kann ich mir leider nicht leisten. Das geschieht vielleicht in einem Nachleben. Also das Thema heute lautet, wie schon angekündigt, Luxus, eine verdorbene Perspektive, Fragezeichen. Ich sage Ihnen ganz kurz, wie die Reihenfolge, wie die Schrittfolge aussehen wird. Also ich werde mit einer kleinen Fiebermessung anfangen. Dann werde ich im zweiten Schritt eine kleine Vorgeschichte des Luxus präsentieren. Und dort werde ich versuchen zu verdeutlichen, dass wir das Luxusproblem auch als ein zeitpolitisches und als ein zeitökonomisches Problem interpretieren können. In einem dritten Schritt werde ich etwas erzählen über die Emanzipationsgeschichte des Luxus, aber auch über die darin enthaltene Genussfalle. Im vierten Teil, den ich jetzt mit dem Zwischentitel Das Zeitalter der großen Zäsur überschreibe, werde ich etwas über das Luxus- und Demokratieproblem sagen und in einer letzten kleinen fünften Reflexion unter dem Titel Was tun, werde ich einen kleinen Weg aus der Genussfalle und vielleicht auch aus der Luxusfalle aufzeigen. Das ist das Programm für heute Abend. Meine Damen und Herren, es gab Zeiten, da haben Schüler und Schülerinnen eines Gymnasiums noch Literaturpreise verliehen an bedeutende Autoren. Ein solches geschah im März 1991, wo Wolfgang Hildesheimer den Literaturpreis, den Weilheimer Literaturpreis bekam. Dieser Preis wurde ihm verliehen von jungen Schülern und Schülerinnen des gleichnamigen Gymnasiums. Und Wolfgang Hildesheimer bedankte sich damals für diesen Preis mit einer kleinen, später publizierten Rede an die Jugend. Wenig später ist Hildesheimer im August des gleichen Jahres verstorben und hatte noch eine zusätzliche Rede an die Eltern hinzugefügt. Nun, diese Schüler empfahlen Hildesheimer als Laureat und sie lobten die Vielseitigkeit, ich zitiere, den stilistischen Reichtum, die stilistische Brillanz und die Gedankentiefe des Werks. Heute kann man sich das schlecht vorstellen, dass Schüler eines Gymnasiums einen solchen Preis mit dieser Begründung verleihen. Vor Wolfgang Hildesheimer war es Ilse Eichinger gewesen, die den Preis erhalten hatte, und Eichinger hatte in ihrer Dankesrede Bezug genommen auf ein Graffiti, das sie gesehen hatte an einer Wand. Und dieses Graffiti lautete: Haltet die Welt an, ich will aussteigen. Und Hildesheimer hat sich auf dieses Graffiti bezogen. Ich werde versuchen, heute einen kleinen Alternativvorschlag zu machen, der hoffentlich lauten wird: Haltet die Welt an, ich will einsteigen. Nun sagte Wolfgang Hildesheimer zu diesem Anlass, und ich zitiere aus seiner Rede an die Jugend: Wir sind dermaßen mit dem Werden präokkupiert, dass wir nicht merken, wie gewaltsam und tödlich das Vergehen sich vollzieht. Also dieser pessimistische Satz prägte eigentlich diese Dankesrede. Und auch heute könnte man sagen, sind so solche Ansichten verständlicherweise nicht ganz selten. Bu-chung Han hat vor kurzem in einem jüngst erschienenen kleinen Büchlein mit dem Titel Kapitalismus und Todestrieb Folgendes gesagt. Ich zitiere Bu-chung Han: Was wir heute Wachstum nennen, ist in Wirklichkeit ein karzinomatöses, zielloses Wuchern. Wir erleben gegenwärtig einen Produktions- und Wachstumsrausch, der wie ein Todesrausch anmutet.
Er täuscht eine Vitalität vor, die das Nahen einer tödlichen Katastrophe verdeckt. Die Produktion gleicht immer mehr einer Destruktion. Die Selbstentfremdung der Menschheit hat womöglich, sagt Hann, einen Grad erreicht oder jenen Grad erreicht, der sie ihre eigene Vernichtung als ästhetischen Genuss erleben lässt. Man könnte statt des ästhetischen Genusses vielleicht hier auch sprechen von einem Luxus, dass sie ihren eigenen Untergang, ihre Vernichtung im Lichte des Luxus erleben lässt. Also eine abermalige Warnung. Es gibt noch andere, wenn man so will, Stimmen, die vielleicht einen etwas moderateren Ton in diesem Zusammenhang erheben. Andreas Reckwitz, der Soziologe Reckwitz, hat jüngst in einer Publikation mit dem Titel Erschöpfte Selbstverwirklichung, also erschöpfte Selbstverwirklichung, darauf hingewiesen, dass wir gewissermaßen seit 30 Jahren in einer, wie er das nennt, Positivkultur der Emotionen leben. In einer Positivkultur der Emotionen, das heißt in einer Kultur, die ständig auf positive Emotionen setzt, wie Befriedigung, Lust, Erfüllung, Genuss, Intensität und Luxus. Sozusagen sie programmieren, um sozusagen die Zugänge zum Leben. Und Reckwitz ist der Meinung, dass dies aber nur die eine Seite der Medaille ist, also die sogenannten positiven Emotionen, sondern dass mit ihnen einhergehen negative Emotionen, wie er sie nennt, nämlich Enttäuschung, Frustration, Überforderung, Neid, Wut, Angst, Verzweiflung und Sinnlosigkeit, also die Kehrseite, um sozusagen, der positiven Emotionen. Und man könnte vielleicht an dieser Stelle bereits den Gedanken wagen, dass die positiven Emotionen ebenso in die Luxusfalle führen, wie womöglich ihre Kompensation in die negativen Gefühle, aber auch in eine Luxusfalle führen. Ich zitiere einmal Reckwitz: An die Unterseite der Positivkultur der Emotionen ist gewissermaßen eine Realität negativer Affekte geheftet, die es gar nicht geben dürfte, die aber ihre hartnäckig ankleben. Für den Umgang mit diesen negativen Emotionen fehlt in der spätmodernen Kultur jedoch der legitime Ort. Und vielleicht ist auch die Flucht in den Luxus ein Versuch, jedenfalls diese negativen Emotionen zu kompensieren. Das zur Fiebermessung. Ich überlasse es Ihnen sozusagen, welche Fieberstufe Sie mit mir hier gerne feststellen wollen. Und ich komme jetzt zum zweiten kleinen Teil, zu der kurzen Vorgeschichte des Luxus. Es ist schon in der Anmoderation deutlich geworden, dem Luxus haftet eine tiefe Ambivalenz an. Und historisch kann man sagen, ist diese Ambivalenz eher eindeutig negativ. Der Luxus, die Luxuria, wird klassischerweise zu den 7 Todsünden gezählt, zu den 7 Lastern gezählt, die da lauten: Hochmut, Habgier, Neid, Maßlosigkeit, Wut, Trägheit und Luxuria. Luxuria hat allerdings einen eindeutig erotischen Kontext, und später im Vortrag werde ich noch mal ganz kurz auf diesen erotischen Kontext zurückkommen. Luxuria heißt ja eigentlich in der Regel Unkeuschheit, Lust oder Wollust. Und dieses Ensemble wird zurückgeführt auf den menschlichen Fortpflanzungszwang. Wir würden heute wahrscheinlich über Geilheit sprechen in diesem Zusammenhang. Der Luxus, die Luxuria, gehört zu den Sünden des Fleisches, zu den Vitia Carnalia, wie sie heißen. Also der Luxus, die Luxuria, ist zunächst einmal eindeutig negativ konnotiert. Und jetzt geschieht etwas im Laufe der Aufklärung, sozusagen findet eine mühsame Emanzipation des Luxus aus dieser negativen Umgebung statt. Also der Luxus versucht sich gewissermaßen eigentlich also aus diesem tristen Ensemble der Lastern zu befreien und zu emanzipieren, zu emigrieren, um sozusagen in den Kanon der Tugenden. Das geschieht nicht ganz ohne Schwierigkeiten.
Aber die Jahre der Aufklärung sind hier entscheidend. Es gibt nämlich in der Aufklärung eine sehr interessante Debatte über Zeitvertreib. Das ist eine Debatte, die findet etwas unter der Schwelle, wenn man so will, der Maître-Penseur der Aufklärung statt. Aber unter dieser Schwelle, also gibt es interessante Debatten, beispielsweise über die Freizeitgestaltung, über das Gespräch, also über Zeitvertreib. Es kommt nämlich in dieser Periode zu einer interessanten Zeiterfahrung, wenn man so will. Unter dem Eindruck einer Erfahrungsphilosophie, einer Philosophie, die interessiert ist an Empirie, geschieht eine Aufspaltung der Sinnesvermögen. Es gibt die äußeren Sinnen, die Sensationen, die Wahrnehmungen, die Erfahrungen des Menschen, und daneben gibt es die innere Reflexion. Und das ist die Zeit der Dauer, also die Zeit des Geistes, die Zeit der Ideen, wie sie genannt wird. Also diese Aufspaltung geschieht zunächst einmal. Es gibt also zwei Zeiten. Und dies ist vielleicht die Geburtsstunde der Erfahrung, dass die Zeit, wenn man so will, relativ ist. Je nachdem, sozusagen auf welche Seite der Sinneswahrnehmung man sich befindet, ob man eher die äußeren Sensationen kultiviert oder eher die innere Dauer und die Reflexion, ist die Zeit eine andere. Also es gibt Zeitschwankungen, wenn man so will. Also die Zeit nennt man hier oft ein Relationsprodukt. Ja, je nach Relation haben wir mit einer anderen Zeiterfahrung zu tun. Und in diesem Zusammenhang nun taucht das erste Mal die Frage auf, also wenn die Zeit so schwankend ist, wenn sie, wenn man so will, nicht genauestens durchstrukturiert ist, wenn der Tagesablauf nicht fein getaktet ist, wenn die Unterscheidung zwischen Tag und Nacht vergleichsweise relativ wird, was geschieht dann eigentlich mit diesen Zeiten? Gibt es da womöglich die Erfahrung, dass wir hin und wieder die Zeit vertreiben müssen? Ja, dass es Perioden vielleicht auch der Langeweile gibt, also die wir eigens gestalten müssen. Also das Problem des Zeitvertreibs kommt in diesem Zusammenhang auf. Und natürlich möchte man ungern, dass die Vernunft in diesem Zusammenhang, dass die Reflexion, dass der Geist hier vorschnell die Segel streicht. Also zunächst mal will man die Menschen dazu auffordern, ja nicht um sozusagen in den Müßiggang zu verfallen. Und Sie kennen den berühmten Satz, beziehungsweise das berühmte Kunstwerk von Goya mit dem Titel »Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer«. Also die Vernunft soll gewissermaßen wachsam bleiben. Es gibt einen Kampf zwischen Vernunft und Sinnlichkeit. Und nun fürchtet man sozusagen das Heraufkommen eigentlich des Faulpelzes. Er wird hier auch ein regelmäßiger Müßiggänger genannt. Also man fürchtet den regelmäßigen Müßiggänger, oder wie man so will, man fürchtet die, Zitat, methodisierte Trägheit, ein wunderschönes Wort, ja, die methodisierte Trägheit, also die Trägheit, die wir organisieren, die uns zum Prinzip gewissermaßen geworden ist. Das sei nicht unsere göttliche Bestimmung, revoltieren die einen, wenn sie das hören, und bestenfalls sollten wir auf der Suche sein nach einer nützlichen Ergötzung, also nicht nach einer unnützen Ergötzung in dem Zusammenhang. Nun, auf dem Hintergrund dieser Verschiebung der Zeitstrukturen, die einhergeht, also mit einer sozialen Verschiebung, nämlich die Zeiten des Adels, die sich in dieser Epoche, wie oft moniert wird, vor allem nachts abspielen, und die Zeiten des Bürgers, die sich in dem fleißigen Benehmen tagsüber abspielen, auch diese Grenze wird jetzt fließend. Sozusagen die Bürger emanzipieren sich teilweise in Richtung einer etwas flexiblen Zeitgestaltung, die also dem Adel zugeschrieben wird. Und in diesem Zusammenhang taucht jetzt das Problem des Luxus auf. Nämlich in diesen sogenannten, und ich zitiere diese Begriffe gerne, weil sie sind so niedlich, in diesen Erquickstunden, wie es heißt, in diesen Erquickstunden oder in den Nebenstunden, wie sie auch genannt werden. Hier sucht der Geist und bald auch das Fleisch nach Vergnügungen. Und hier taucht plötzlich das Problem des Luxus, oder hier taucht der Luxus auf.
Also der Luxus wird jetzt zunehmend empfunden als etwas, was uns wohl ansteht, also weil es diese Freizeiten, wenn man so will, füllen kann mit demjenigen, was nicht notwendig ist, was über das Notwendige hinausgeht. Und alsbald, peu à peu, step by step, also wird der Luxus nobilitiert. Bernard Mandeville in seiner berühmten Bienenfabel wird einer der ersten sein, der darauf hinweist, wie wichtig der Luxus eigentlich als Wirtschaftsfaktor ist. Und auch David Hume wird ein positives Urteil über den Luxus fällen, indem er sagt, in seiner kleinen Abhandlung von der Üppigkeit, so heißt diese Abhandlung, der Luxus führt zu Verfeinerung, zu Sittsamkeit. Allerdings auch mit der Gefahr des, wenn man so will, blöden Müßiggangs, wodurch Überdruss entsteht. Also Sie sehen, einerseits der Luxus ist ein, wenn man so will, ein Emanzipationselement und gleichzeitig bleibt er natürlich doch konnotiert mit dieser Wahrnehmung, es nicht zu übertreiben oder nicht zum Sklaven des Luxus zu werden, wie das in einer großen Abhandlung von Abbé François-André Pluquet aus dem Jahr 1794 in Frankreich heißt, Sklaven des Luxus. Also es entsteht sozusagen in der Epoche ein zweibändiges Werk, das in dieser Zeit offensichtlich sehr populär war, denn es wurde umgehend ins Deutsche übersetzt, 1794, die Warnung vor dem Luxus. Und Sie sehen immer wieder, steht hier die Frage im Zentrum, was tun wir mit der Zeit, was tun wir mit dem Zeitgewinn, wie gestalten wir diese Zeit, was tun wir mit der verbliebenen Zeit, also mit dem Zeitverbleib, also was tun mit dem Luxus. Eine kleine letzte Stufe in dieser Emanzipationsgeschichte ist Werner Sombart zuzuweisen. Sombart, der große Soziologe und Ökonom, produzierte 1913 eine Abhandlung, wenn man so will, mit dem frechen Titel Luxus und Kapitalismus. Und in diesem Zusammenhang singt Sombart durchaus das Loblied des Luxus und er sagt sehr schön, ich zitiere einmal, Luxus ist jeder Aufwand, der über das Notwendige hinausgeht. Ja, eine simple Definition, jeder Aufwand, der über das Notwendige hinausgeht. Und wie er schreibt, der Begriff ist offenbar ein Relationsbegriff, der erst einen greifbaren Inhalt bekommt, wenn man weiß, was das Notwendige sei. Also es ist hier bereits, wenn man so will, angekündigt, der Streit über das Notwendige. Und wenn man so will, die Legitimation oder den illegitimen Charakter in dem Zusammenhang des Luxus. Sombart ist ebenso der Meinung, wenn man so will, dass jedenfalls der qualitative Luxus, die Verwendung besserer Güter, wie er sie nennt, ein wesentliches Motiv, also sozusagen ein eigens ist, ein Antrieb ist für den Kapitalismus, sozusagen die Verfeinerung der Güter. Das, was für die notwendige Zweckerfüllung nun gerade nicht notwendig ist, also dieses Überflüssige, wenn man so will, schafft neue Möglichkeiten. Also sozusagen der Luxus ist verbunden also mit dem mit der Schaffung neuer Möglichkeiten. Und das wird jetzt in meinem Vortrag relativ wichtig werden, unabhängig von der Analyse von Sombart. Also merken Sie sich vielleicht also diesen Begriff, also den Luxus der Möglichkeiten oder den Luxus der Potentialitäten. Diesem Begriff Luxus der Potentialitäten werde ich später dem Luxus der Materialitäten entgegenstellen. Also die sinnliche Freude am Genuss, ein wesentlicher Antrieb für den Luxus. Und in diesem Zusammenhang, ich habe vorhin angekündigt, dass ich kurz etwas über den Eros sagen werde, nennt Sombart, der in dieser Abhandlung, wenn man so will, eine umfassende Geschichte der Ursprünge des Luxus versucht zu formulieren, nennt er den Eros. Und er sagt, deshalb wird überall dort, wo Reichtum sich entwickelt und wo das Liebesleben naturgemäß und frei oder frech in Klammern
sich gestaltet, auch Luxus herrschen, während der Reichtum dort, wo das Liebesleben aus irgendwelchem Grund verkümmert ist, nicht zur Verausgabung, sondern zur Vereinnahmung von Gütern führt. Zur Häufung also der Güter, und zwar möglichst in ihrer abstraktesten Form, der ungeformten Metallen und dasjenige, das dem Gelde zuführen muss. Also in einer Kultur, wenn man so will, die liberale Auffassungen über das Liebesleben kultiviert, sagt Sombart, wird also der Luxus, wenn man so will, in der Produktion von Luxusgütern eine wichtige Rolle spielen. Dort, wo die Liebe, wenn man so will, das Liebesleben eher geknechtet ist, wird man in, wie nennt ihr das, in ungeformte Metallen. Man wird die Güter horten und man wird sie nicht ausgeben. In diesem Zusammenhang, ich denke, heute wäre das sehr schwer, das noch zu behaupten, hat Sombart eine kleine Theorie der Kurtisane entwickelt. Er behauptet nämlich, dass die Kurtisane im 18. Jahrhundert die Männer dazu animiert hat, in Luxusgüter zu investieren. Ich sehe schon an Ihren Augen und Ohren, Sie wollen dieses Zitat auch hören. Ich möchte es Ihnen auch nicht vorenthalten, was Sombart über die Kurtisane schreibt. Es heißt, wir wissen, dass die Mätressenwirtschaft namentlich im 18. Jahrhundert durchaus allgemein innerhalb der guten Gesellschaft war. Quelle est l'homme qui n'a pas de maîtresse? Ruft ein Philosoph jene Zeit ganz naiv aus. Da können wir ohne weiteres, wenn wir jetzt von der Verschwendung dieser selben Kreise hören, darauf schließen, dass ein Gutteil davon auf das Konto der illegitimen Liebe zu setzen ist. Also Luxus ist, wenn man so will, mitmotiviert durch die illegitime Liebe. Sombart fährt fort, und dass der Rest von der legitimen Gattinnen verschuldet war. Also die legitimen Gattinnen halten sich, wenn man so will, schadlos sozusagen und verlangen gewissermaßen als Trost oder jedenfalls als Besänftigung ihrer Wut einen gehörigen Anteil an den Luxusgütern, die der Mann seiner Mätresse zuführt. Bei Sombart heißt dieses Kapitel übrigens der Sieg des Weibchens. Vergessen Sie das bitte, ich habe es nie gesagt. Jedenfalls sozusagen, es gibt eine Kultur des Eros und eine Kultur des Luxus, die sich laut Sombart ein Stück weit auch bedingen. Gleichzeitig hören wir schon bei Sombart, wenn man so will, erste Anklänge an eine Dekadenz. Er warnt gleichzeitig auch davor, dass der Luxus zu Ehrgeiz, Prunksucht, Protzerei und Machttrieb führe. Er nennt es den Trieb, es dem anderen vorzutun. Und in diesem Zusammenhang taucht auch das berühmte Wort der schöpferischen Zerstörung auf, als ein Antrieb des Kapitalismus, als ein Bewegungsmoment des Kapitalismus. Joseph Schumpeter hat diesen Begriff auch benutzt, aber Sombart ist der Erste. Es gibt, wenn man so will, eigentlich also eine andauernde Tendenz der schöpferischen Zerstörung, die für den Kapitalismus wichtig ist. Also es gibt mit anderen Worten einen Zusammenhang zwischen der Produktion des Luxus und, wenn man so will, der Kraft auch der schöpferischen Zerstörung. Vielleicht würden wir heute eher von der unschöpferischen Zerstörung in dem Zusammenhang sprechen. Ich komme jetzt nach dieser kleinen Vorgeschichte des Luxus zu meinem dritten Teil, wo ich etwas über Luxus, Freiheit und die Genussfalle sagen möchte. Also Luxus, Freiheit und die Genussfalle. Und ich greife, wenn man so will, eigentlich also die anfängliche Fieberkurve wieder auf. Ich denke, dass wir, wenn wir heute über Luxus sprechen, sagen müssen, dass nicht unbeträchtliche Teile der Weltbevölkerung heute tatsächlich in einer Welt des Überflusses leben. Also in einer Welt leben, die weit über das Notwendige hinausgeht und deshalb, wie wir schon gesehen haben, auch als Luxus qualifiziert werden
darf. Also wir, die Bewohner des europäischen Westens, gehören zweifelsohne dazu. Also der Hyperkonsum und wenn man so will eigentlich, also der Eros des Luxus, ist also zu einem Massenphänomen geworden. Er ist nicht mehr, wie sicher auch noch zu Zeiten der Aufklärung und lange danach, ist der Luxus nicht länger das Privileg von wenigen, sondern das Ideal von vielen geworden. Aber die Naturbasis dieses Luxusprogramms wird schmaler und schmaler tagtäglich. Vor nicht allzu langer Zeit hat Hans-Joachim Schellnhuber, also der Gründungsdirektor des Potsdamer Instituts für Klimaerforschung, die ökologische Lage der Welt mit einem leckgeschlagenen Schiff auf hoher See verglichen. Und Schellnhuber sagt Folgendes dazu. Natürlich gibt es auch neben der Havarie Probleme. Das Essen in der dritten Klasse ist miserabel. Die Matrosen werden ausgebeutet. Die Musikkapelle spielt deutsche Schlager. Aber wenn das Schiff untergeht, ist all das irrelevant. Wenn wir den Klimawechsel nicht in den Griff bekommen, wenn wir das Schiff nicht über Wasser halten können, brauchen wir über Einkommensverteilung, Rassismus und guten Geschmack nicht mehr nachzudenken. Ende dieses Zitats. Und vielleicht müsste man hinzufügen, und über Luxus schon gar nicht mehr, ja, wenn wir das Schiff nicht über Wasser halten können. Also dem Verlangen nach Luxus, mit anderen Worten, haftet heute, also angesichts dieses prekären Zustandes, etwas Vermessenes an, als seien wir mit Blindheit geschlagen. Und man fragt sich, ist es Ignoranz oder ist es eher ein kindisches Beharren auf immer mehr, am vergnüglichen Spielzeug, das uns die Augen verschlossen hat, wollen wir nicht sehen, dass Schlechtwetter im Kommen ist und ein sicherer Hafen zur Umrüstung und zur Gewährleistung der Weiterfahrt zunächst einmal nicht in Sicht. Und vielleicht befindet sich unser Luxusdampfer schon längst in untiefem Wasser. Sie haben es bereits gehört, der Luxus war immer ein zwiespältiges Phänomen. Eigentlich den einen galt der Luxus als Übertretung des den Menschen gesetzten Maßes. Also Luxus, wenn man so will, ist liiert also mit der anderen Todsünde oder mit dem anderen Laster der Maßlosigkeit. Luxus stand tatsächlich im Ruf, eine Sünde zu sein, eine schwere Verfehlung gegenüber Gott und ein sicherer Weg ins Verderben. Aber andere dagegen, oder anderen kam der Luxus wie die Goldlegierung der Zukunft vor. Kaum eine Utopie seit der Aufklärung verzichtete auf das Versprechen eines Lebens in Überfluss. Der Natur wurde Kargheit attestiert, weshalb man zur Befreiung von ihrem strengen Regime aufmunterte. Wir sollten uns emanzipieren von diesem strengen Regime der Natur und wirklich investieren in das, was über das Notwendige hinausgeht und deshalb Luxus genannt werden darf. Nun gibt es noch Diagnosen, die ein Stück tiefer gehen. Ich betrachte sie mit einer gewissen Skepsis. Der schon genannte Bujun Han hat in einem anderen Zusammenhang behauptet, also dass das Investieren in Luxus eine Möglichkeit sei oder einen Versuch jedenfalls darstellt, in der heutigen Zeit dem Problem des Todes zu entkommen. Also wenn wir keine Sicht bekommen wollen auf unsere Mortalität, dann investieren wir, wenn man so will, in die Vitalität eines Lebens in Luxus. Also der Luxus scheint dann als eine Form gesteigerter Lebendigkeit. Er schiebt den Tod auf, der ein Ereignis der Natur wäre. Also wir könnten uns sozusagen uns schützen vor dem Tod, ja, der ein Ereignis der Natur ist, indem wir investieren in das, was weit über das Notwendige hinausgeht, und wir investieren in den Luxus, um sozusagen in ein Trugbild, wenn man so will, unserer Vitalität. Ein klassisches Beispiel, um das etwas zu konkretisieren, für den Luxus ist beispielsweise das Parfum. Ja, das Parfum wurzelt in den Dufteindrücken der Natur, aber übertrifft diese
in der Regel bei weitem an Komplexität, Intensität und Vielfalt. Die Künstlichkeit des Parfums soll das natürliche Duftspektrum verblassen lassen, seine synthetische Herstellung als Triumph über die Ärmlichkeit bloßer Naturdüfte gewertet werden. Also eine Behauptung, glaube ich, ist das. Aber jedenfalls ist es ein Beispiel eigentlich also für das Investieren in Luxus. Also Parfum ist ein ausgesprochenes Luxusgut, mit dem Mann eher Frau sich umgibt. Und die Advokaten des Luxus haben, denke ich, auch zu Recht immer wieder auf das emanzipatorische Element des Luxus hingewiesen. Also der Luxus signalisiert, um so zu sagen, dass wir bereit sind, uns einzusetzen für die Aufhebung der bloßen Notdurft. Ja? Also das Setzen auf Luxus hat zunächst einmal etwas Emanzipatorisches. Es verspricht, dass wir uns einsetzen und dass es uns auch gelingt, ökonomisch und kulturell zu investieren in dasjenige, was über das Notwendige hinausgeht und deshalb zusätzliche Freiheitsräume darstellt, zusätzliche Freiheitsräume ergibt. Also der Luxus der Dinge, mit anderen Worten, also der Luxus der Materialität, und jetzt komme ich nochmal zurück auf diese Unterscheidung, der Luxus der Dinge, der Luxus der Materialität verspricht eine Freiheitserweiterung. Wir werden in der Lage sein, die Dinge so zu erweitern, so zu potenzieren, so zu vermehren, dass wir leben werden, nicht länger in den Ketten der Notdurft und des Notwendigen, sondern in den Freiheitsräumen des Luxus. Das ist zunächst einmal das Versprechen. Also, der Luxus verspricht ein Mehr an Möglichkeiten, ein Mehr an Potentialitäten. Und ich glaube, dass diese Kopplung heute nicht mehr gilt, dass sie nicht mehr aufgeht, diese Kopplung. Und das werde ich noch versuchen darzulegen. Nun, Richard Wagner hat in einer kleinen Schrift mit dem Titel Das Kunstwerk der Zukunft über den Luxus geäußert, in einem musikalischen Urteil, das womöglich fragwürdig ist und wahrscheinlich auch fragwürdig ist. Aber in diesem Text findet sich eine interessante Formulierung. Wagner hat in dieser kleinen Schrift gegen die Musik von Gioachino Rossini polemisiert. Also Rossini ist für Wagner sozusagen eine Musik parfümiert, narkotisierenden Abart, Dekadenz, ist eine parfümierte Dekadenzmusik, keine wahre Tonkunst, mit anderen Worten. Also die Musik Rossinis atme, sagt Wagner, die Luft eines verderblichen Luxus und beruhe auf pure Einbildung. Nun, man braucht in diesem Zusammenhang Wagners Gegenentwurf gegen Rossini mit seiner, also Wagners, unangenehmen Rhetorik von menschlicher Not und wahre Volksmusik. Das sind so Formulierungen, die dort vorkommen, und wirklich nicht zu teilen. Aber der folgende Gedanke sozusagen ist nicht ganz ohne. Der Luxus, schreibt Wagner, sei beherrscht von einem wahnsinnigen Bedürfnis ohne Bedürfnis. Das ist eine interessante Formulierung. Ja? Der Luxus sei geprägt von einem wahnsinnigen Bedürfnis ohne Bedürfnis. Also anders formuliert, hemmungslos und vernunftlos, wie er der Luxus ist, führt er in die Verblendung. Er macht uns zu Gefangenen unserer Gier. Wir kommen uns abhanden im Labyrinth der Verlockungen. Ich halte diesen Gedanken nicht für unproduktiv. Aber wir sollten uns trotzdem gleichzeitig dafür hüten, den Luxus zu dämonisieren. Sie haben ja schon mitbekommen, der Luxus hat etwas Emanzipatorisches. Ja, es ist auch eine Befreiungsgeschichte. Zunächst mal also die Investierung in die Materialität der Dinge, in eine Gestaltung der Dinge und in eine Produktion, die über das Notwendige hinausgeht, erweitern wir unsere Handlungs- und Freiheitsmöglichkeiten und stoßen wir in die Dimension eines Luxus der Potentialitäten, der Vermehrung der Möglichkeiten. Und ich glaube auch, dass wir vorsichtig sein müssen, denn wenn wir über Luxus sprechen, ist das immer relativ. Für den Mitteleuropäer, glaube ich, sieht es ganz anders aus, als für einen somalischen Bauern über Luxus zu sprechen. Ich vermute mal, dass der somalische Bauer vermutlich das Wort nicht mal kennt. Für eine Frau oder einen Mann in den Metropolen des Westens sieht er anders aus an den Randzonen wuchernder Städte in Indien oder Afrika. Und erst in dem Moment,
wo wir das Notwendige hinter uns lassen, und zwar im Luxus, fangen wir vermutlich an, erstmal richtig zu genießen. Also die Fähigkeit, mit anderen Worten, die Welt zu genießen, setzt die Befreiung von der Bedrückung durch Notdurft und durch das bloß Notwendige hinaus. Also wer seinen Hunger und seinen Durst stillen muss oder kaum stillen kann, und zwar stillen muss, um die nächsten Tage zu überleben, genießt seine Nahrungsmittel vermutlich nicht. Ja, also erst in dem Moment, wo wir über dieses Notwendige hinausgehen, erst in dem Moment, wo ein gewisser Überfluss eigentlich da ist, gewinnen die Dinge eine Verfeinerung, wenn man so will, eine vielleicht auch Versittlichung, also die wir dann mit einem Mehr an Möglichkeiten bezeichnen können. Aber die Zeiten, wenn man so will, temperierten Genießens sind vorbei. Die Zeiten eines moderaten Luxus haben wir längst hinter uns gelassen. Ich möchte in dem Zusammenhang nicht auf Nietzsches letzte Menschen hinweisen, das kennen Sie vermutlich, aber ebenso wie Sie könnte es sein, sollten wir darüber nachdenken, ob wir uns nicht in eine Genussfalle bewegen. Leben wir nicht unter einer Dauerbeschallung, deren monotone Botschaft aus einem kategorischen Genussimperativ besteht. Du sollst genießen. Ja? Können wir uns dieser schlichten, aber nachdrücklichen Aufforderung noch entziehen? Also wenn man so will, also der unbarmherzige kategorische Imperativ zu genießen. Günther Anders hat in seinem epochalen Werk über die Antiquiertheit des Menschen, und wir sind jetzt ein halbes Jahrhundert später, glaube ich, was Eindrückliches geschrieben, eigentlich über die Genussfalle und über den Imperativ, dies zu tun, zu genießen. Anders schrieb, ich zitiere einmal, unsere Welt ist, und zwar von vornherein, ein Universum von Werbungen. Es besteht aus Dingen, dieses Universum von Werbungen, es besteht aus Dingen, die sich anbieten und die uns auffordern. Werbung ist ein Modus unserer Welt. Negativ formuliert, dasjenige, was nicht wirbt, was nicht ruft, was sich nicht zeigt, was am Licht der Reklame nicht teilhat, das hat keine Kraft, uns zu reklamieren. Das nehmen wir nicht wahr, das erhören wir nicht, das machen wir nicht mit, das erkennen wir nicht, das verwenden wir nicht, das verzehren wir nicht. Kurz, so anders, das alles bleibt ontologisch unterschwellig, im pragmatischen Sinne ist das nicht da. Ja, also ein eindrückliches Zitat. Also was nicht im Modus der Werbung vorkommt und was nicht im Modus der kategorischen Aufforderung zu genießen vorkommt, ist so anders vor einem halben Jahrhundert ontologisch unterschwellig. Es ist so, als käme es nicht vor. Es entzieht sich unserer Aufmerksamkeit. Mit anderen Worten, die Welt will verbraucht werden. Sie ruft dazu auf, das zu tun. Anders gewissermaßen kommt sie in unserer Wahrnehmung nicht mehr vor. Natürlich haben Generationen zu Recht auf den Wunsch zu genießen gepocht. Man kann sagen, dass die Menschen lange genug, sei es aus religiösen oder aus anderen Gründen, verzichtet haben auf oder verzichten mussten auf Genuss und verzichten mussten auf Luxus. Vielleicht könnte man auch sagen, war nach allem Kriegselend das Bedürfnis zu genießen durchaus nicht illegitim. Und vielleicht war auch die Aufklärung manchmal zu Vernunft verliebt und hat sie es vergessen, dass Menschen hin und wieder auch wirklich genießen
wollen. Hans-Ulrich Gumbrecht, der großartige Kollege der Stanford University, hat mal davon gesprochen, dass wir seit der Aufklärung häufig eine, was er nennt, Weltaneignung durch Begriffe veranstalten. Also eine Weltaneignung durch Begriffe, dass wir uns eine Dauerreflexion zumuten und dass dadurch, wie Gumbrecht es nennt, die Weltaneignung durch die Sinne durchaus auch ihr Recht habe, sozusagen ein Recht auf Emanzipation und damit auch ein Recht des Genießens und ein Recht des Luxus. Es war niemand weniger als Johann Friedrich Herder, der kaum Gehör fand in der Aufklärung, als er Zweifel anmeldete an dieser Dauerreflexionskultur und schrieb, Existenz ist Genuss. Ich komme später noch am Ende auf Herder zurück. Nein, also die Selbstaufklärung war zunächst einmal eine Aufklärung durch Begriffe. Und von daher hatte der Hinweis eigentlich auf eine Weltaneignung durch die Sinne durchaus auch ihr gutes Recht. Aber ich glaube, dass wir in diesem Zusammenhang nun wirklich vor einer großen Zäsur stehen, beziehungsweise die Zäsur sich bereits ereignet hat, dass diese Genussdynamik und dass diese Luxusdynamik, also mit ihren durchaus auch emanzipatorischen Elementen, also mit dem Versprechen, uns zu befreien vom Zwang der Dinge, von der bloßen Notdurft, von den Notwendigkeiten des Lebens und uns, wenn man so will, eigentlich in eine glückliche Zukunft, eine Zukunft eines Mehr an Möglichkeiten und an Freiheiten zu führen über Genuss und Luxus, eigentlich also, dass diese Dynamik, wenn man so will, eigentlich an ein Ende gelangt ist. Also ich nenne jetzt diesen vierten Abschnitt, ich komme jetzt langsam zu einem Ende, diesen Abschnitt Zeitalter der großen Zäsur. Ich will nicht den Begriff des Anthropozäns noch einmal bemühen, aber man kann nicht anders als sagen, also der Mensch ist offensichtlich in diesem Zusammenhang, also in dieser Emanzipationsgeschichte, die wir betreiben, ist der Mensch mittlerweile, und das ist das, was der Begriff des Anthropozäns auch meint, ist der Mensch zu einer Naturgewalt geworden. Wir sind selber zu einer Naturgewalt geworden, die auf alle Bereiche des Lebens und nicht zuletzt auch auf die Kultur und die Politik ihren unerbittlichen Einfluss ausübt. Damit ist nicht bloß auf die ökologische Krise hingewiesen, sondern ich glaube auch zunehmend auf die politische Krise, in der wir uns befinden. Und zwar könnte man sagen, dass geradezu auch die demokratische Politik, also dass mit anderen Worten die Demokratie unter Druck gerät, also wenn die Naturbasis der Dinge unter Druck gerät und das Luxusversprechen brüchig wird. Also mit anderen Worten, die in Bedrängnis geratene, die bedrängte Natur bedrängt die Demokratie. Wem das zu abstrakt klingt, braucht sich nur darauf zu fokussieren, wie mittlerweile die Klimapolitik durch die rechtsradikalen Parteien gekapert wird und sie sich quasi also zu Advokaten machen, eigentlich also die Bevölkerung in Schutz nehmen möchte, also vor den demokratisch initiierten Rücksichten auf die Naturbasis unseres Lebens. Ja, also die AfD sozusagen hat ein neues Thema entdeckt, neben den Flüchtlingen sind es die Ökologisten sozusagen, eigentlich also die zu den neuen Feinden stilisiert worden. Und man kann sagen, es ist etwas dran, es gibt einen Zusammenhang zwischen Demokratie, Fähigkeit und Naturgewalt. Die neuzeitlichen Demokratietheorien waren alle, nicht alle, aber die meisten Vertragstheorien. Ja, sie setzten darauf, dass Menschen, die in einem Naturzustand gelebt hatten, und dieser Naturzustand, der wird unterschiedlich qualifiziert, dass sie aber einen Vertrag untereinander abgeschlossen hatten. Um sozusagen den Naturzustand zu verlassen und in den Zustand einer Gemeinschaft sich hinein
zu begeben, der beruhte auf diesen vertraglichen Rücksichten. Nun, der Naturzustand ist natürlich in diesen politischen Theorien eine Fiktion, das ist ein Modell, ein Denkmodell. Ja? Also man fragt sich, ja, wie wäre das jetzt, wenn wir in einem Naturzustand uns befänden? Was wäre vernünftig, miteinander vertraglich zu vereinbaren, also um, wenn man so will, zu entkommen, den Naturzustand zu entkommen, der von Gewalt geprägt ist? Aber die Vertragstheorie hatte natürlich immer, also der Natur, auf den Naturzustand eingehende Vertrag, hatte immer real natürliche Elemente. Es hatte immer mit gebändigter Natur zu tun. Die Genese der modernen Demokratien ist auch eine Geschichte der gebändigten Natur. Also ohne, wenn man so will, das Luxusversprechen, also ohne dieses Mehr an Möglichkeiten, was versprochen wurde, ja, wären vermutlich die Demokratien, die neuzeitlichen oder die modernen liberalen Demokratien, sehr schwer zustande gekommen. Also sie hantierten an Zukunftsversprechen und das war unter anderem auch ein Mehr an Wohlfahrt, also ein Mehr an Luxus, wenn man so will. Aber auch hier ist diese Geschichte ambivalent. Man kann auch sagen, gebändigte Natur als notwendige Vorgabe für unsere Demokratie war auch immer gequälte Natur. Und zu dieser gequälten Natur gehört auch die gequälte Natur des Menschen. Es wäre, glaube ich, leichtsinnig, nicht auf diese bittere Geschichte des Bündnisses zwischen gebändigter Natur und demokratischem Aufbruch hinzuweisen. Ich nenne nur ein Beispiel. Achille Mbembe hat in seinem furiösen Buch Politik der Feindschaft vor 2 Jahren darauf hingewiesen, dass die modernen europäischen Demokratien letzten Endes nicht denkbar wären ohne die Geschichte des Kolonialismus. Er schreibt, zur Befriedigung der Sitten brauchte man in der Tat Kolonien an sich zu bringen und immer mehr Erzeugnisse ferner Weltgegenden zu konsumieren. Der innere Frieden im Westen basierte also zu einem großen Teil auf Gewalt in der Ferne, auf grausamen Brandherden, die man entfachte, auf kriegerischen Fehden und anderen Massakern. Mit anderen Worten, der Genuss des Luxus war demokratieförderlich in der Tat, aber sozusagen der Luxus, diese gebändigte Natur, hat eine bittere Alternativgeschichte. Und in dem Zusammenhang memoriert Achille Mbembe, wie er sagt, dass Vergnügungen aller Art, Freude am Luxus und andere Leidenschaften nicht mehr der Verdammung anheimfielen, sondern als demokratieförderlich galten, aber sie basierten, wenn man so will, auf einer grausamen Geschichte außerhalb. Also mit anderen Worten, es gibt, so Mbembe, einen Zusammenhang von Luxus und Demokratie. Das ist eine zusätzliche bittere Geschichte, wenn man so will. Aber in dem Moment, wo jetzt auch, wenn man so will, das Luxusversprechen schwierig wird, weil die Naturbasis des Luxusversprechens schwindet, gerät auch die Demokratie unter Druck. Und ich glaube, dass das ist, was wir im Moment mit erleben, also sozusagen die Aufkunft also der nationalistischen und teilweise faschistischen sozusagen Parteien der Gegenwart hat vermutlich auch, natürlich auch nicht ausschließlich mit dieser Dynamik zu tun. Und ich glaube, dass wir nicht wissen, vorläufig nicht wissen, ich jedenfalls nicht, wie man sozusagen also mit diesem komplexen Zusammenhang, man könnte auch sagen mit diesem komplexen Zusammenbruch der Koordinaten der Vergangenheit umgehen soll. Also es zerbricht etwas in diesem Zusammenhang. Ja? Also sozusagen die Naturbasis, wenn man so will, revoltiert. Das Luxusversprechen ist nach wie vor lebendig, aber wie zunehmend unglaubwürdig. Es gibt sozusagen die Luxus, Faszinierten und es gibt diejenigen, die von diesem Luxus ausgeschlossen sind. Es gibt das bange Gefühl,
also dass die Zukunft uns weniger Potenzialitäten bieten wird, wie erforderlich für die Demokratie. Wir wissen offensichtlich schwer, wie damit umzugehen. Also befassen Sie sich vielleicht mit dem Gedankengang, wie wesentlich für Demokratien die Behauptung ist, dass die Regierungsgewalt vom Volke ausgeht, also die Volkssouveränität. Ja? Die Volkssouveränität beruht auf Prinzipien der Selbststeuerung und der Selbstkorrektur. Das ist wesentlich sozusagen für uns. Aber was passiert, wenn vom Volke nicht nur die Regierungsgewalt ausgeht, sondern auch eine Naturgewalt? Ja, wenn wir selber, um sozusagen eine solche Naturgewalt initiieren, dass wir, wenn man so will, die Naturbasis der Demokratie damit unterminieren. Wenn so will, existiert eine Menschheit, an die wir appellieren können in dem Zusammenhang. Also ich glaube, dass wir darauf schlecht vorbereitet sind. Man könnte es vielleicht so zusammenfassen, dass eine offene Gesellschaft nicht nur, wie Karl Popper zu Recht meinte, durch totalitäre Ideologien bedroht wird, sondern dass eine offene Gesellschaft auch eine offene Zukunft braucht. Also eine offene Gesellschaft braucht Wahlmöglichkeiten in der Zukunft. In Demokratien müssen Menschen sich streiten können über verschiedene Optionen, die offen sind, ja, für die sie sich einsetzen können, die wählbar sind. Aber wenn die Zukunft sich schließt in diesem Zusammenhang, also wenn die Naturbasis sozusagen die Zukunftsperspektive enger macht und wenn man so will, unser Luxusverlangen, das nach wie vor vital und lebendig ist, eigentlich also diese Schließung des Horizontes noch beschleunigen wird. Ja, was bleibt es dann in Demokratie zu entscheiden, wenn es offensichtlich keine wählbaren Möglichkeiten und Alternativen mehr gibt? Also mit anderen Worten, also wenn der Luxus der Materialität, den Luxus der Potentialitäten, den Luxus der Freiheiten schwinden lässt. Ich glaube, das ist eine ungemütliche, für mich ebenso, glaube ich, wie für Sie, eine ungemütliche Perspektive, mit der wir uns konfrontieren müssen. Also das Luxusproblem ist mit anderen Worten schwerst kontaminiert und es kontaminiert nicht zuletzt auch die Vitalität unserer Demokratie. So, ich möchte fünftens uns schließen und möchte etwas auf die Frage, was tun, antworten. Ich habe schon gesagt, ich komme am Schluss noch mal kurz auf Herder zurück. Dieser zarte Apologet des Genusses in der Aufklärung, der damals, wenn man so will, angesichts der Übermacht der Großdenker der Reflexionsphilosophie sich zunächst einmal nicht durchsetzen konnte. Es gibt einen kleinen, wunderbaren Text von Herder mit dem Titel Liebe und Selbstheit. Liebe und Selbstheit. In diesem Zusammenhang versucht Herder zwei Arten des Genusses zu unterscheiden. Und das möchte ich Ihnen zum Schluss noch kurz vortragen. Und wenn man so will, zwei Möglichkeiten, beziehungsweise eine Unmöglichkeit und eine Möglichkeit des Luxus damit auch anzureichen. Also Herder unterscheidet zwischen einem sinnlichen und einem geistigen Genuss. Haben Sie keine Angst, auch der geistige Genuss ist spannend. Die Unterscheidung ist aber sehr hilfreich. Herder schreibt Folgendes. Der grobe sinnliche Genuss verwandelt in sich und zerstört den Gegenstand, nach dem wir begehrten. Er ist also lebhaft. Denn hier findet völlige Vereinigung statt. Allein er, also der grobe sinnliche Genuss, ist grob und vorübergehend. Es gibt Menschen, die den Genuss nur auf der Zunge haben. Damit auch im gemeinen Leben das Wort genießen meistens von diesem Sinn gebraucht wird. Der Genuss ist hier Vereinigung. Er ist aber auch eben damit geendet. Also der Genuss ist vorbei nach dieser sinnlichen Vereinigung. Denn nun ist der Gegenstand verschlungen, zerstöret, schreibt Herder.
Je geistiger der Genuss ist, desto dauernder wird er. Desto mehr ist auch sein Gegenstand außen und dauernd. Lassend uns aber auch immer dazu setzen, desto schwächer ist er. Denn sein Gegenstand ist und bleibt außer uns und kann eigentlich nur im Bilde, das heißt wenig oder gar nicht mit uns eins werden. Also anders formuliert, der geistige Genuss verschlingt seinen Gegenstand nicht, er frisst ihn nicht auf, er zerstört ihn nicht, sondern er lässt ihn gewissermaßen leben. Allerdings sagt er, er ist auch etwas schwächer als der grobe sinnliche Genuss. Nun, Vorsicht, Vorsicht, diese Gegenüberstellung ist zunächst einmal nicht moralisch zu verstehen, sondern es werden lediglich zwei Formen des Genießens beschrieben. Ja? Der sinnliche Genuss hält so lange, bis der Gegenstand konsumiert ist, zerstöret, sagt Herder. Der sinnliche Genuss ist intensiv, lebhaft, hat aber seinen Preis, er ist von kurzer Dauer. Geistig dagegen ist ein Genuss, der seinen Gegenstand nicht konsumiert. Er ist im Bilde, wie Herder so schön sagt. Dieser Genuss vernichtet nicht die sinnlichen Eigenschaften seines Objekts. Dieses bleibt bestehen. Ja? Das Essen beispielsweise verwandelt und zerstört den Gegenstand. Und glauben Sie mir, ich esse ganz gerne. Der Genuss beim Lesen eines Buches aber mag zwar schwächer sein zunächst einmal als das Verspeisen eines Lieblingsgerichtes, aber ich behaupte trotzdem jetzt, dass der Genuss eines Buches länger dauert. Nun, Herder moralisiert nicht, aber es ergibt doch eine Empfehlung und die möchte ich Ihnen auch mitgeben. Im Zusammenhang eben mit dem sinnlichen Genuss, das haben Sie gehört, spricht er von der Vereinigung mit dem Gegenstand, während im geistigen Genuss die Gegenstände wenig oder gar nicht mit uns eins werden. Und das ist positiv gemeint. Man kann diesen Hinweis nämlich auch kulturkritisch lesen. Wenn wir uns im sinnlichen Genuss mit dem Gegenstand vereinigen, heißt das zugleich, dass wir uns im hemmungslosen Genuss, also in der Genussfalle, wenn man so will, in der Luxussucht, ihm dem Gegenstand unterwerfen. Wir gehören dann, spätestens dann, zur Ordnung der Dinge. In ihrem gierigen Verzehr, also in diesem gierigen Verzehr des Gegenstandes, verschwinden wir auf Dauer selbst. Wenn wir den sinnlichen Genuss nicht mehr temperieren können, kommen wir uns selbst abhanden. Wir gehören dann irgendwann alle miteinander zur bloßen Ordnung der Dinge. Und wir sind dabei, diese Ordnung zu verzehren. Der geistige Genuss ist kein Genuss bloß im Gedanken. Er ist kein Kopfgenuss. Nicht das schwächliche und blasse Geschwisterchen des sinnlichen Genusses. Geistig meint hier, und ich übersetze jetzt Herder vielmehr, respektvoll gegenüber dem Anlass des Genusses und gegenüber dem Gegenstand des Genießens. Also respektvoll gegenüber dem Anlass des Genusses und dem Gegenstand des Genießens. Das Genossene wird nicht verschleudert. Und wir kommen uns nicht abhanden. Wir werden nicht gezählt zur Ordnung der Dinge in diesem Zusammenhang. Wir sind nicht zum Spielball eines Luxus der Dinge, eines Luxus der Materialitäten geworden. Mit anderen Worten, wir haben unsere Freiheit nicht verloren und die Freiheitsspielräume der anderen nicht aufs Spiel gesetzt. Der Luxus der Freiheitsmöglichkeiten, der Luxus der Potentialitäten ist bewahrt worden. Wenn uns das gelingt, dann sind wir nicht Opfer, ich zitiere Wagner noch einmal, dann sind wir nicht Opfer eines wahnsinnigen Bedürfnis ohne Bedürfnis geworden, sondern wir haben vorher eine geistige Bedürfnisprüfung unternommen zur Wahrung eines Luxus an Potentialitäten und nicht eines Luxus der Materialitäten. Wir stehen an einem Scheideweg. Es ist an uns, zwischen Bedürfnissen mit und solchen ohne Bedürfnis zu unterscheiden. Ein weniger an Dingen, ein geringerer Luxus der Materialität ist für uns heute, ich denke für viele von uns, fast alle von uns, eine ungewohnte und vielleicht sogar befremdliche Perspektive. Aber wir werden uns mit dieser Perspektive
eines weniger an Dingen und dann hoffentlich auch eines Luxus an Potentialitäten, eines Mehrs an Potentialitäten anfreunden müssen. Das Mehr an Dingen, dieser Luxus ist ohnehin eine verdorbene Perspektive. Die Freundschaft mit dem Weniger wird uns gut tun, dann wird die Welt vielleicht etwas weniger schnell, wird ihre Beschleunigung etwas abnehmen und dann können wir vielleicht ein Graffiti an die Wand der Heidelberger Universität pinseln, das da lautet: Wir haben die Welt angehalten und wir können einsteigen. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus